Moin, herzlich willkommen beim Marcel's EDC-Blog. Ja, ich musste die Lampe mit rausnehmen, es ist etwas dunkel geworden. Ja. Aber hilft nicht, es hat wenigstens aufgehört zu regnen. Vater hat die ganze Zeit gepisst, wie aus Eimern. Ja. Ich möchte euch heute einen kleinen Überblick geben über Messer von der Firma WTB Outdoor Equipment. Ja, der Patrick ist ein ganz, ganz cooler Typ und ich bin froh, dass ich ihn kenne und er hat mir die Messer zugeschickt und ich habe sie lange Zeit nicht geschafft, jetzt vorzustellen und das möchte ich einfach nachholen. Beginnen möchte ich mit dem etwas größeren, stabileren Messer, das WTB Falcon. Ja, da gibt es einige Tests zu im Netz auf YouTube. Da verweise ich an die Kollegen, die das schon abgedreht haben. Ja, alles ein bisschen nass hier gerade, deswegen nicht böse sein. Ja. Das ist also hier ein feststehendes Messer, Klingenlänge unter 12 cm. Ja, genaueres an Daten blende ich alle hier ein. Ja, auch den Preis und alles, das blende ich alles hier ein, nach und nach. Also ihr müsst permanent mir zuhören und mitlesen. Ja. Wir haben eine G10 Griffbeschalung mit Torx verschraubt, ordnungsgemäß. Ja, und eine wirklich, wirklich tolle Handlage hier bei dem Messer, die aber vorgegeben ist. Ja, ihr habt also hier diese Fingermulden, wo ihr reinfassen sollt und hier, das ist extra so aufgebaut, dass ihr mit eurem Daumen hier wunderbar an der Klinge vorbeischieben könnt. Ja, dann haben wir hier ein kleines Jimping, hier könnt ihr euren Daumen auch super drauflegen zum Arbeiten und dann kann man da wunderbar mit arbeiten. Ja, wir haben hier eine ziemlich massive Spitze, ja, das ganze Messer hat glaube ich eine Klingenstärke von 4 mm, das ist auch vollkommen ausreichend. Ich habe hier jetzt am Ende, wo so ein Schlagstück einfach dran ist, ja, da wurde also ein Stück Griffschale weggelassen. Was richtig cool ist, ist, da habe ich hier so ein bisschen Firecord dran gemacht. Das heißt, ich habe auch immer genug Zunder dabei. So, und hier ist so ein kleiner Haken. Und das heißt, mit dem Messer kann ich also aufgrund dieses Lanyards, was ich dran gemacht habe, noch richtig gut hacken. Ja? Das funktioniert tatsächlich sehr, sehr gut. Wird geliefert in so einer Kydex-Scheide mit Techlock. Die Kydex-Scheide schließt hier absolut sicher. Ja, da passiert gar nichts, da wackelt nichts, da klappert nichts, keine Chance. Ja. Wichtig, hier ist noch ein Drainagehohl dran. Ja. Von dem her passt das ganz gut. Ja, jetzt mag es Menschen geben, die sagen, okay, Kydex-Scheide ist nichts für mich. Ja, und dafür hat der liebe Patrick dann noch so eine Variante für den Gürtel aus Leder zur Verfügung. Die lässt sich separat kaufen. Da passen auch relativ viele Messer rein. Hier mit so einem Druckknopf einfach rein, Druckknopf zu, zack, fertig. Ja. Das ganze Ding ist Multi-Use, ne? Also man kann das einmal hier so am Gürtel tragen, ja? Oder hier über die hintere Schlaufe, hier ihr seht das, ja? Kann man das auch quer am Gürtel tragen, ne? Dafür sind die beiden vorderen Druckknöpfe da, gar kein Problem, ja? Messer sitzt aber auch hier absolut schön. Man kann das auch hier vorne, na, sieht man jetzt nicht, ja? Hier unterm Bauch, kann man das wunderbar tragen, habe ich auch schon mal gemacht. Das geht auch nicht nur mit dem WTB Falcon hier, sondern zum Beispiel auch mit dem Bastard Knife Sirius. Wirklich, wirklich klasse Lederscheide. Für mich ist das jetzt nicht so cool, ja, weil ich habe die Messer ja meistens irgendwie hinten in der Arschtasche. Ist auch nicht warum, hat sich so ergeben. Ja. Wichtig hierbei ist, ich sage das schon wieder verdammt oft, ja, dass hier so ein
kleines Feuerstählchen dabei ist, was auch richtig gut funktioniert. Ja. Allerdings nicht hiermit. Muss man einfach dabei sagen, das geht nicht. Das funktioniert nicht. Ja, mit der Klinge. Also, ich wundere mich die ganze Zeit, warum das nicht geht. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Das ist hier so ein Magnesiumstahl. Das heißt, hier ist Magnesium auf der Seite und hier ist der Feuerstahl. Ja? Das, aber auch das auf der Seite geht das nicht. Ja? Aber natürlich mit der Klinge hier gar kein Problem. Ja? Das ist tadellos. So, jetzt sollen wir meinen, okay, mit der Klinge, das ist natürlich schlecht, das wollen wir nicht, das ist scheiße. Das gehört sich auch so nicht, das machen wir nicht. Nee, ist ja ordentliche Survivalisten, wir missbrauchen unsere Messer nicht. Für den Fall hat der liebe Patrick auch vorgesorgt. Nämlich, da gibt es sowas wie einen, na, wenn ich ihn jetzt finde, ja. Ich habe nämlich das Bändchen abgemacht aus Versehen. Hier so einen tollen Schaber mit bei, wo man dann, na, nicht so rum. Ja, was ist denn los hier? Ah, jetzt. Da. Seht, tadellos. Ja, man muss das nur richtig anfassen. Ja, da kann man hier die Magnesium mit abschaben, gar kein Problem. Und dann direkt den Funkenflug hier nachjagen. Super, coole Geschichte. Ist hier dann bei der Lederscheide mit bei und kann hier in diesen extra Löchlein reingepopelt werden. So, dann verliert ihr den auch nicht. Ja? Geht nicht weg. So, wer jetzt denkt, boah, geiles Messer, der hat natürlich recht, ist natürlich ein geiles Messer. Ich finde das sogar richtig geil. Ich bin wirklich, wirklich amused davon. Ja? Und das ist auch der Grund, so, ich brauche mal hier ein bisschen einpacken auf der Seite, ein bisschen rausholen auf der Seite. Aber jetzt kommen wir zu dem Messer, was ich eigentlich wirklich feiere. Und das feiere ich wirklich. Das ist das WTB Woodpecker. Ja? Das ist also die etwas schmalere Variante hier mit schmalerem Griff, schmalerem Griffstück, schmalerem Material, satiniert, unter 12 cm, auch wieder Klingenlänge, heißt 42A-konform. Und hier, das ist übrigens mein privates, ja. Das benutze ich selber ganz, ganz oft noch, hier auch ganz fein mit dem Logo WTB Outdoor Equipment, ja. Und das ist wirklich ein ganz, ganz tolles Messer. Ja, und da das mein eigenes ist, kann ich hier auch zumindest mal ein bisschen hingehen und sagen, ich schnitze jetzt mal ein bisschen. Ja. Oh, erstmal jetzt. Oh. 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 So. So, so Spitzchen fabrizieren. Oh. Oh, zack. So. Geht relativ schnell, ne? So. Ihr seht, wenn ich hier reingehe und schnitze, dann fliegt immer irgendwo irgendwas an Holz weg. Das Ding arbeitet sich da durch. Es ist ja wirklich ein Woodpecker. Ja? Der Name kommt nicht von ungefähr. Na, so. Ist alles ein bisschen rutschig, ein bisschen nass hier heute. Ja? Aber kann nur besser. So. Seht also hier. Alles total easy breezy. Zack. Ja, kann man wunderbar hier so einen Speer mitwerfen, ne? Woodpecker. Absolut geiles Messer. Auch hier wieder, ne, ich blende alles nach und nach hier ein, wenn ihr was nicht gesehen habt oder so. Einfach hier hingucken.
da wird alles stehen. Da wird stehen, wie teuer sind die Dinger. Da wird stehen, was für ein Rabattcode gibt es. Da wird stehen, auf welcher Internetseite. Nein, das machen wir natürlich in der Infobox. Ja, nein. Also das von dem her hier wirklich ganz, ganz tolles Messer. So. Und ich glaube, aber das ist jetzt wieder so, ist das so oder ist das wieder nur Marcells? Ihr Glaube, ich glaube, mit dem Woodpecker, weil das nicht beschichtet ist, funktioniert das hier auch. Ja. Also hier nochmal das Magnesium. Ich hoffe, man hat es einigermaßen gesehen, das funktioniert. Und jetzt hier Feuerstahl. Ganz easy, ganz locker, funktioniert tadellos. Ja, also ich mag persönlich das Woodpecker lieber, alleine schon aus dem Grund, dass ich es mit dem Feuerstahl anreißen kann. Ich habe das aber auch schon wirklich hart rangenommen. Ich habe da Dosen mit aufgemacht, all so ein Schnickschnack. Ja. Ich habe damit batoniert und. Das Ding hat mich noch nicht im Stich gelassen. Und das war der Grund, warum ich das Messer hier so feier. Ist jetzt natürlich wieder subjektives Empfinden. Ich weiß, ja, das ist meine ganz private Meinung zu dem Woodpecker. Ich persönlich mag's. Ja, lässt sich hier dann noch mit den EVC-Erweiterungen, Messererweiterungen vom Reini super aufstocken, weil wir haben hier wirklich ringsrum Löcher. Wobei wir beim Falcon zum Beispiel nur hier Löcher haben. Das liegt natürlich an der Kydex-Verarbeitung, weil hier ist ein Pancake, ja, das heißt oben ist geschlossen und hier haben wir so eine Taco-Scheide. Ja. Habe ich die jetzt vertauscht? Das ist ein Taco, das ist ein Pancake? Wenn ihr das wisst, schreibt mal in die Kommentare. Ich bin da gerade irgendwie raus aus der Nummer heute, keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall haben wir hier ringsum laufend Schrauben, was das Ganze einfach viel, viel schöner für mich macht. Meine persönliche Meinung, ja. Kein Schlagelement, aber lässt sich wirklich sehr, 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 sehr gut mitarbeiten. Zack. So. Was gibt noch beim lieben Patrick? WTB Outdoor Equipments. Ja, da gibt es dann auch noch Taschenmesser. Hier das einzige Modell von WTB, was als Taschenmesser im Shop ist, ein Mikov hier, ganz klassisch mit Backlog. Der ist hier unten, ne, sieht man hier an der Stelle. Das heißt, ich drücke den Backlog und habe hier ein Taschenmesser und ich kann das ganz normal, ist ein Zweihand. Ne, also alles, was ihr in dem Shop kriegt, ist 42A-konform ein Messer, da braucht ihr euch keine Sorgen machen. Ja, da wurde drauf geachtet. Hier ist natürlich kein Clip dran. Ich hätte es mir natürlich wieder gewünscht. Ihr wisst, ich bin so ein kleiner Clipaholic. Ja. Guck mal gerade hier. So. Hier. Also auch hier. Fliegt das nur so weg. Ja. Super scharf. Super schönes Messer. Tolle Handlage, wirklich ganz, ganz tolle Handlage, aber mir fehlt der Clip und deswegen, nein, brauchen wir natürlich nicht, ja. So, was habe ich noch hier drin, Taschenlampe? Ne, die wollen wir nicht zeigen. So, ja, das war so ein kleiner Overview über die ganzen Messer, die es hier beim Patrick bei WTB Outdoor Equipments im Shop gibt. Ich hoffe, ihr habt fleißig da oben mitgelesen, ja, und weil cool ist und ich kurz vor den 1000 Abonnenten stehe, ja, habe ich mir gedacht, vielleicht, aber auch nur vielleicht, können wir, ich und WTB Auto Equipment, hier dieses schöne Lieblingsmodell von mir, das Woodpecker, verlosen. Ja, hier, ihr seht, das ist nicht meins. Meins ist das hier. Ja, hatte ich gerade in der Hand, da ist ein Techlock dran, habe ich hier jetzt nicht. Ja. Techlock mache ich dran, macht euch keinen Kopf. Ich habe da bestimmt noch eins zu Hause, wenn das verlost wird, mache ich Techlock dran. Hier das originale Band, diese Bänder sind bei dem Messer mit bei. Und ja, wofür sind die da? Letztlich, um Sicherheit zu gewährleisten. Hier
gegen Verlust, ja, beim Hacken auch das funktioniert hier, den langen Griff so, aber du kannst das Messer halt verlieren und hast es trotzdem jederzeit wieder griffbereit. Dafür sind diese langen Lanyards da und ja, das Ding wollen wir hier verlosen. Was müsst ihr dafür tun? Relativ einfach. Bitte folgt mir hier auf YouTube, lasst ein Abo da, guckt bei WTB Outdoor Equipments auf dem Instagram-Account, lasst ihm auch ein Abo da, denn er hat es wirklich verdient, er baut hier oder die Messer, die ihr dort bekommt, sind wirklich, wirklich klasse. Es ist ein Low-Budget-Bereich, ja? Das heißt, wir reden von 50, 60, 70, 80 Euro. Aber was halt auch immer im Shop da ist, ist B-Ware. Und B-Ware ist dann nochmal echt ein Tacken billiger. Ihr kriegt auch nochmal Prozente, wenn ihr was kaufen wollt. Aber bitte als Verlosung hier einmal meinen Kanal abonnieren und einmal den WTB Outdoor Equipment Kanal auf Instagram abonnieren. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Ja? Und wenn ihr das erledigt habt, dann schreibt ihr einfach hier einen Kommentar mit diesem Smiley hier, der so macht, jo, hab ich erledigt, ja, hier dieses, ne, machen wir, ihr wisst schon, was ich meine, ja, und Hashtag WTB Giveaway, also WTB GIVAWAY, WTB Giveaway, ja, und ja, dann werde ich das Ganze 2 Wochen noch laufen lassen. Und ja, dann werden wir das auslosen, wer das gewonnen hat. Ganz einfach, ja, hier über so einen Comment-Picker. Kein großer Schnickschnack. Kriegen wir alles hin. Ich hoffe damit, hier die 1000 Abonnenten voll zu machen. Würde mich freuen, also, wenn ihr das Video teilt und ja, ordentlich Gas gebt. So. Das hier nochmal so. Danke, Patrick, fürs zur Verfügung stellen. Ja, so, an und für sich war es das. Jetzt brauchen wir noch ein paar Rahmenbedingungen, mindestens 18. Ja. Wohnadresse in Deutschland, übernehme ich den Versand, kein Ding. Wohnadresse außerhalb von Deutschland, wenn du gewinnst, lass uns drüber quatschen. Wir werden uns bestimmt einig. Ja. Bis dahin erstmal wünsche ich euch einen geilen Tag. Ich hoffe, dieser kleine Überblick hat euch geholfen, das richtige Messer zu finden. Ja, ansonsten hier noch ein Video, da noch ein Video. Ich bin raus. Hey und tschüss.